In wenigen Tagen steht in Kitzbühel wieder die legendäre Hahnenkammabfahrt auf dem Programm. Mit gut 140 Kilometer pro Stunde werden die Fahrer die Streif hinunterrasen. Darüber können die Hauptdarsteller unseres nächsten Beitrages allerdings nur müde lächeln. In Lackenhof hat heute ein sogenanntes Speed-Skirennen stattgefunden und das ist eine wahre Tempojagd am Ötscher. Was haben ein Sportwagen, ein Schnellzug und diese Herrschaften hier gemeinsam? Ganz genau. Am liebsten haben sie es rasant. Es gibt nichts Schöneres, als es beim Speedskirennen am Start zu stehen, das Adrenalin zu spüren und dann sich motivieren und ca. 10 bis 12 Sekunden dieses Gefühl zu genießen. Das ist einfach ein Traum. Es ist einfach Adrenalin pur. Das ist wie ein Trip. Ja. Ich muss sagen, das war schon ganz ein einmaliges Erlebnis für mich. Österreich, ein Land mit gefühlten 10 Millionen Skifahrern und Klaus Schrotzhammer ist der Schnellste. Mit 151 km/h rast er zum Staatsmeistertitel. Sie hätten es gerne etwas schneller? Bitte schön, darf ich vorstellen, der schnellste Skifahrer der Welt. Sein Name Simone Origone. Sein Weltrekord liegt bei, und festhalten, ja, Sie sehen richtig. The world record is forever. It's the biggest. Der Weltrekord ist für immer. Er ist das Größte in diesem Sport. Jeder Speedski-Fahrer will der Schnellste sein. Wenn du den Weltrekord hast, ist das eine große Sache. Im Speedski ist Luftwiderstand der größte Feind. Deshalb gibt es eine eigene Klasse, in der man einen Latexanzug trägt. Das heißt, wenn man ihn anbekommt. Also ich brauche mal mindestens einen Mann dazu, alleine schaffe ich es gar nicht. Ja. Und bei mir dauert es schon eine halbe Stunde. Von 0 auf 100 in wenigen Sekunden und das auf Skiern. Angst darf da nicht mitfahren. Respekt, aber keine Angst. Es gibt ja Profis im Skisport, die ja das Gleiche eigentlich sagen. Der Respekt muss da sein. Ohne Respekt ist man nicht konzentriert. Aber sobald man Angst hat, sollte man es eigentlich bleiben lassen. Für die Sieger heißt es nur beim ins Auto steigen danach. Fuß vom Gas. Schneller zu sein, als die Polizei erlaubt, ist nämlich nur auf der Piste toll.